Diese Legende liegt jenseits der Domäne des Lebens. Die Legende dreht sich um die Endzeit, den Himmel des Lebens danach und die Geheimnisse der Welt. Jede Legende dreht sich um einen Protagonisten. Es sind da, um zu bezeichnen, es bedeutet nichts anderes Reichen als das hier. Unzulässig, das war zu lang, das zusammenschreiben. So, aber jetzt reicht's. Niemand anderen als Erdreich. Uns gefällt der Name nicht wirklich, lasst uns einfach. Sag mal, ihr habt's ja wohl nicht alle. Ja, jetzt fühle ich mich aber wirklich angegriffen. Ja, jetzt muss ich echt sagen, jetzt bin ich enttäuscht, jetzt bin ich blei, jetzt schalte ich ab. Tschüss, macht's gut, das war's dann von diesem Spiel. Lasst uns einfach Rabe nehmen. Niemand anderen als Rabe. Kapitel 1. Willkommen in den Himmel. Autsch. Schon besorgt. Es gibt ein paar Seelen, die in ein langes Koma fallen, wenn sie hier in den Himmel kommen. Es ist gut, dass du früh bist. Wo bin ich? Ich bin ziemlich sicher, dass ich gestorben bin. Oh ja. Du brauchst wohl eine Erklärung, das hatte ich fast vergessen. Ja, bewusst. Wir sind in den Himmel. Das hier ist, wo die Seelen sich zu ihrem Leben nach dem Tod einfinden. Was? Die Himmel? Ja. Die Himmel. Naja, du musst wohl von allzu vielen Sünden Abstand gehalten haben in deinem vorherigen Leben. Ich hörte, dass jene, die untragbare Sünden auf sich geladen haben, zunächst in die Hölle herabfallen. Oh, sie liegen im Bereich. Ah, ist das so? Dann muss es wohl wahr sein, dass ich sterbe. Naja, sorge dich nicht zu sehr darüber. Du magst dich nicht sonderlich genau an dein vergangenes Leben erinnern, aber du wirst die Erinnerung daran irgendwann wiederfinden. Hier existieren Tod und Wiedergeburt Seite an Seite. Ich meine, der Tod in deinem vergangenen Leben markiert den Anfang eines neuen Lebens. Weine nicht. Wir sind hier für einen neuen Anfang. Willkommen in den Himmel. Ich verstehe. Hey, was sagtest du noch, wer du seist? Oh, vergiss mich vorzustellen. Ich bin ein Führer. Ich werde dir dabei helfen, dich in den Himmel einzuführen. Ein Führer? Oh, bedeutet das, dass du einer von diesen Engeln bist? Ich habe keine Ahnung, warum alle immer dieselben Fragen stellen, wenn sie hier ankommen. Naja, schon gewissermaßen. Komm schon, du wirst deine Erinnerung früher oder später wiederfinden. Aber davor noch, wir müssen es hier lebens herausschaffen. Lass uns bereit. Jawohl, Fräulein Engel. Was möchtest du, dass ich tue, Fräulein Engel? Das ist die richtige Einstellung. Ich bin sicher, dass du dich in die Höhle gewöhnen wirst, wenn du diese Einstellung hast. Und das Erste, was du hier zum Leben brauchen wirst, wäre wohl Geld. Scheiße. Wieder mal, ja. Also ganz ehrlich, sorry, aber da denkst du, kannst irgendwann mal ins Glas beißen und es geht nicht um dieses gottverdammte Geld, genau. Und was jetzt schon wieder hier? Kann ja wohl nicht euer Ernst sein.
Na gut, also im Himmel, nachdem du tot bist, brauchst du also auch. Na gut, dann können wir das machen. Also, ich hab kein Geld. Geld, Er ist der Todmensch, woher soll er denn Geld haben? Oh, ist das so? Geld. Ich erinnere mich nicht genau, aber ich glaube, Geld war für mich immer ein Problem. Okay. Haha, keine Angst, du wirst dich hier nicht anders fühlen. So, oben im Himmel ist das auch wieder ein Problem. Himmelflotte. Wunderschön. So. Also. Geht's weiter. Ja, irgendwie ist die Internetverbindung. Kurz mal weg. Na gut. Was ist wieder? Menschen ändern sich nicht wirklich. Lass uns etwas Geld finden. Der einfachste Weg, hier Geld zu machen, wäre, die Wurzeln der himmlischen Blumen zu sammeln. Wurzeln der himmlischen Blumen, okay. Die Reißzahnfeuer, sind die tatsächlichen Eingeborenen der Himmel. Ich sehe eine dort drüben. Möchtest du sie zu mir bringen? Na gut. Tippe auf den Gebietsknopf und okay, Abenteuer. Also gehen wir da rein. Himmlische Höhle. Höhle. Das klingt wie heißes Eis. Es muss hier lang sein. Es muss hier lang sein. Heilung. So, also dahin. Schon. Okay, schon mal dahin, oder? Wenn sie schon. Ich sehe eine himmlische Blume. Dann gehen wir da mal zu der hin. Da ist die himmlische Blume. Jetzt, wo du sie eingesammelt hast. Super, so schnell kann ich gar nicht lesen, Leute. Nächstes Gebiet. So schnell kann ich auch nicht lesen. Wir sind sicher aus. Ja, ihr habt ja wenigstens eine Pause. Das ist sehr schön. So, wo muss ich jetzt hin? Hier. Boah, du hast die Wurzeln der himmlischen Blume mitgebracht. Gut gemacht. Jetzt sei vorsichtig, die Düfte der Wurzel ziehen verdorbene Monster. Was? Wirklich? Das hättest du auch etwas früher sagen können, denkst du nicht? Wir haben dafür keine Zeit. Ich habe dir hier ein paar Waffen mitgebracht. Lass sie uns anlegen, bevor die Monster eintreffen. Mach schnell jetzt. Okay, wird erledigt, Fräulein Engel. Nun bewege dich zum nächsten Ziel. Ja, super. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht lesen. So, da habe ich wohl jetzt eine Trainingswaffe. Oh, das ist eine Schusswaffe. Sind die zu was zu brauchen? Natürlich, diese hier ist extrem teuer und gut. Ich habe sie von einem Reißzahnfeuer, den ich kenne, gekauft. Und ich habe einen wirklich guten Handel gemacht. Keine Sorge. Okay, danke dir, Engel. Lass uns die Schusswaffe jetzt anlegen. Die Monster werden hier jeden Moment auftauchen. Tippe auf das eine. Du hast eine neue Ausrüstung zugewonnen, öffne den Speicher, um sie in den neuen Leiter anzulegen. Und Ausrüstung anlegen. Ja, das ist die da. Und die lege ich hier hin. Alles klar. Ausrüstung ist jetzt angelegt. So, und jetzt kann ich hier wieder raus. Und jetzt? Nächstes Gebiet. Die Wurzeln der. Also. Ich muss hier nochmal da runter. Und da haben wir wohl irgendwas. Und wie geht das jetzt hier? Eins zurück. Und dann kann ich auf den schießen. Ah, okay. Alles klar, das habe ich schon jetzt verstanden. Auf Anhieb. Das ist wirklich schwierig jetzt gewesen. So, und dann haben wir hier. Gegner gefunden. Zwei Stück. Gehe ich hier mal zwei Stück zurück und baller den ab. Und gehe nochmal einen zurück und baller den ab. Das hat auch sehr gut funktioniert. So, dann kann ich weiter. Okay, gehen wir hoch. Wenn man so im Himmel aussieht, weiß ich nicht. Oh nein! Ein Bossmonster ist dabei. Wir sind ganz und gar nicht vom Glück verfolgt. Dieses da. Hast du alleine nicht in den Griff bekommen. Ich werde dir helfen. Was? Du? Mit Lama!
So, Engel. Du weißt auch, wie man kämpft? Natürlich. Du wirst überrascht sein. Ein neues Mitglied ist der Gruppe beigetreten. Also, dann machen wir das doch gerade mal. Das ist natürlich nicht. So. Ah, das ist das Bossmonster. Und dann würde ich mal sagen, Kampfstab, Gegner. Die geht jetzt hier hin zurück. Und ich gehe mit dem dahin und weiter. Das scheint 31. Ich hab dann auch erstmal was. Bonuskachel, Angriffskachel. Okay. Na, ich gehe hin. Hier hin und dann gehe ich mit dem Stückchen zurück und greife nochmal an. Ne? Kann der noch was machen? Nö, ne? So. Noch ein Overkill. Und damit haben wir dieses Bossmonster auch schon besiegt. Das ging jetzt relativ einfach. So. Nochmal. Hier geht's weiter. Nächstes Gebiet. Ziel. So, also wir haben da 120 Leute. Was? Was mache ich hier? Ich warte natürlich auf meinen Freund. Oh. Die Reißzaunfeig, die Reißzahnfeuer, die Eingeborenen der Himmel. Die Reißzahnfeuer lebten hier lange bevor die ersten menschlichen Seelen begannen, hier in den Himmel einzutreten. Oh, wenn mein Freund hier ankomme, stelle sicher, dass du ihm die Wurzel der himmlischen Blume gibst. Hä? Ja, mach ich. Die Wurzeln der himmlischen Blume. Ja, genau die. Er wird dafür bezahlen. Abzüglich des Preises für diese Waffe. Reißzahnfeuer nehmen niemals irgendwelche Verluste. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Warum gebe ich die Wurzeln nicht einfach dir? Dann kannst du sie deinen Freunden geben. Oh, Entschuldigung, das kann ich nicht. Ich kann das nicht anfassen. Was? Auch nicht. Naja, das ist, weil. Ich verstehe, Engel dürfen die himmlischen Blumen nicht berühren, richtig? Ja, so etwas in der Tat, schätze ich. Oh, da ist er. Das ist mein Freund Ochiri. Ein Reißzahnfeuer, wie du sehen kannst. Hey! Lauf! Hahaha, was für eine Begrüßung! Was? Sie wissen Bescheid. Die Wachtruppe. Lauf jetzt. Ja, dann würde ich sagen. Verdammt. Warum jetzt? Verdammt. Ja, jetzt rennen die alle weg und ich bin jetzt hier alleine. Das ist, Entschuldigung. Ein Engel? Engel? Was? Auf Erden? Was geht hier vor? Entschuldigt mich. Wir sind die Heimatwache der Himmel. Hast du irgendwen Verdächtiges hier in der Nähe gesehen? Hä? Verdächtig? Ja, genau. Um genauer zu sein, ich bin Mensch. Und Reißzahnfeuer. Der Reißzahnfeuer. Der Pinguinhafte. Genau der. Das sind die professionellen Diebe hier in der Nähe. Die nutzen die unschuldigen Seelen aus, die hier gerade erst in den Himmel angekommen sind. Was? Diebe? Dieser Engel? Ist ein Dieb? Nochmals, dies ist die Geschichte der Endzeit, der Himmel des Lebens danach und der Geheimnisse darin. Unser Protagonist. Natürlich. So. Ist nichts, niemand soll sonst als Vergleich. YouTube. Kapitel 1, Willkommen in den Himmel, abgeschlossen. Panzerbelohnung und Posteingang.
So. 9 Stunden 37 Minuten. Login Ereignis. Und tägliche Mission. Lasst uns erkundigen, und dreimal am Tag der Seelen zur Arena. Nimm an der Arena zweimal teil. Für den stärkeren Freund. Das ist das Herz. Sitze ein Vampir. Wir müssen einfach mal schauen. Neue Post. Kapitel Abschlussbelohnung erhalten. Alle erhalten. Keinerlei Ahnung, was ich hier tue. Wir werden Begleiter werden durch alles erhalten, nicht akzeptiert. Bitte. Ich akzeptiere sie eins. Rabe, maximale Stufe 28. Danke dir. Was meinst du mit? Ist das alles? Was ist alles? Grace habe ich erhalten. Maximale Stufe 40. Lass es uns weg. So, damit ist der Posteingang leer. Das haben wir alles erledigt. Dann gehen wir hier raus. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Gehen wir noch, machen wir noch den Seelenfriedhof. Hier siehst du die Liste der Begleiter, mit denen du verhandeln kannst. Du kannst so einen Begleiter in die Verhandlung auswählen. Ich spüre etwas Spezielles in dir. Du musst wohl öfter über den Weg laufen, als du denkst. Nach der Verhandlung kannst du die finale Summe bezahlen, um den Begleiter zu rekrutieren. Ja, rekrutieren. Maximale Stufe 1. Das sollte für uns beide gut sein. Du brauchst mich dabei, was? Was soll ich noch machen, wenn du so verzweifelt bist? So, keine Platte. Aber. So. Oh. Pegasus. Wähle eine Platte zum Verhandeln aus. Intelligenz 119. Es war eine schöne Unterhaltung, ich fühle mich schon viel besser, danke. Gold rekrutieren. Ja. Alles klar. Und jetzt können wir noch einen Baum suchen. Oh! 150.000! Eieiei, kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir nicht suchen. Kann ich mir nicht leisten. Also, dann gehen wir mal da rein. Seelenfriedhof. Keinerlei Ahnung.
Kiste. Hast du das gehört schon? Ich habe hier einen Fehler begangen. Okay. Oder wird es gleich? Gleich weg. Gehen wir mal weiter. Dann haben wir da einen Spinnenplünderer. Statuspunkte beim Stufen auf. Die verteile hier Statuspunkte sinnvoll, um deine Charaktere zu stärken. Werte erhöhen. Werte an. Okay. Alles klar. Eine glänzende Schatztruhe. So, dann haben wir noch so einen Spinnenplünderer da. Jetzt auch noch angreifen, Kampf starten. Das kommt schon gleich weg. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch eine Schatztruhe. Und ein gelber Schleimagent. Wollen wir schon ins nächste Gebiet rein oder wollen wir die erst noch alle rein? Wir killen die nicht, wir gehen gleich ins nächste Gebiet. Oder? Starker Gegner steht bevor. Jetzt müssen wir erstmal hier alle Platten. Ins nächste Gebiet rein. Abenteuer vollständig.
unzureichende Materialgegenstände. Die Materialien eine Rolle spielen. Eine Schützenforschung. Ich weiß nicht, ob das genau die Rollen. Nee. Alles klar, die Rollen habe ich jetzt nicht, deswegen kann ich da jetzt nicht mehr eins machen. Quest 1 von 15. Ja, also, das ist erstmal so ein erster Einblick auf Man or Vampire. Und ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Ich denke, da steckt noch ganz viel dahinter, auch wenn wir am Anfang den Namen gleich jedenfalls keinen tollen Namen angesehen haben. Und Geld würde auch eine Rolle spielen. Aber auf jeden Fall eine interessante Sache. Also könnte ich mir vorstellen, dass ich das Ding weiterspiele. Aber selbstverständlich bin ich auch gespannt auf eure Reaktionen. Ihr entscheidet ja auch, wie das Ganze hier weitergeht auf unserem Kanal. Ich präsentiere euch ja regelmäßig die Spiele. Und dann gucken wir mal. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Falls ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr abonniert den Kanal. Ich lese mich freuen und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich euch wieder ein neues Spiel vorstelle oder, ja, oder hier Man or Vampire weiterspielen. Macht's gut, bis dann und tschüss.